On est les glandeurs du Chili. On est les glandeurs du Chili. On va dans la rue, on boit des bières même si c'est interdit. On est les glandeurs du Chili. Y'a des gens qui disent si tu veux des minettes, achète un 4x4. Mais nous, on va juste dans la rue et on attend qu'elle passe. Et elle nous regarde comme si on était des pauvres types. Yeah. On est les glandeurs du Chili. Yeah. On est les glandeurs du Chili. Ouais. Y'a un mec qui vérifie s'il n'y a pas de rayures sur sa voiture rouge. Il écrit des trucs dans la poussière, c'est très mystérieux. Hallo, ich habe mein Gewächshaus, meinen Folientunnel abgebaut und die Pflanzen, die vorher darin standen, stehen jetzt im Freien. Ich besichtige die mal. Das hier ist ein Paprika, eine Schote. Da habe ich die Samen einfach aus einer handelsüblichen Supermarkt-Paprika rausgepopelt und die kommen wirklich richtig gut. Das muss ich sagen. Also da sind Schoten dabei, über Faust groß, über der Größe, die ich ursprünglich im Handel gesehen habe. Ja, hier kommen Pflanzen. Das sind die Chili. Die sind sehr scharf. Da habe ich manche noch gar nicht probiert. Ja, einige habe ich schon zeitweise geerntet und in der Küche eingesetzt. Wie die dunkelgrünen, die am Ende dann rot reifen und hellgrüne, die gelb sind. Kommen alle irgendwie direkt aus der Hölle, denn die sind so scharf und so heiß. Das ist nicht für jeden was. Ich liebe das natürlich und setze das in der Küche ein. Im Moment brennt mir das Maul auch von Genuss dieser Schoten und das ist auch gut so. Da habe ich noch jede Menge von und es wird auch ständig geerntet. Ich werde die auf Fäden ziehen und trocknen und dann im Laufe des Winters und Frühjahrs verbrauchen. Chili con Carne ist ein Beispiel und viele andere Gerichte. Ich hau das auch einfach über Fleischgerichte drüber, einfach so ein bisschen klein geschnibbelt. Das passt schon. Ja, hier die hellgrün, die gelb werden, sieht man unten. Jede Menge, sehr schöner, sehr guter. Dann werde ich auch Saatgut weiterziehen und das fortentwickeln und freue mich, was daraus wird. Ja, manche habe ich, wie gesagt, noch gar nicht getestet. Da sind kleine und große Schoten und Schötchen dran. Ich lasse mich da mal überraschen. Mit dem neuen Gewächshaus, Foliengewächshaus, das ich plane, bieten sich noch weitere Möglichkeiten. Ich freue mich schon darauf. Und jetzt heißt es nur noch ernten, genießen und bis zur Planung 2016 das Ganze mal aufzehren. Danke fürs Interesse. Bis bald und tschüss.